So, wir sind hier immer noch in Sulfarak. Ist jetzt die dritte Folge. Es wird wahrscheinlich noch drei, vier weitergeben. Unsere Mitstreiter hängen bei einer Patrouille fest. Ja, das mit den Patrouillen ist halt hier immer ganz schlimm. Hier, die brauchen wir ja sowieso nicht, die haben wir ausgelassen. Und wir versuchen jetzt nochmal den ersten Boss. Ja, so viel Schaden wie möglich auf den Boss. Die Viecher sind auch schon wieder da. Ich mache nur Schaden im Zauberstab. So, gut. Erstmal Regen. Da ist noch so einer. Ja, ich benutze gerade den Zauberstab, damit ich hier nicht zu lange reggen muss. Es ist zu weit entfernt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Gut, Boss ist down. Ja, beim zweiten Mal hat es doch jetzt viel besser geklappt. So, Streitkolben. Geil. Und Willi gewinnt die Hand von Anthusul. Gut. Erstmal kurz ein bisschen Regen. Ja, in Klassik wirst du
durch die Innis normal nie mit komplett Leben durchlaufen. Oh, die Schrifttafel brauchen wir. Schrifttafel. Ne, die brauchen wir nicht. Komisch. Ich dachte, man braucht die Schrifttafel. Ich habe mich bewegt. Scheiße. Ich bin immer noch im Fight, okay. Ja, hier muss man immer besonders aufpassen, weil hier stehen immer drei Idioten rum. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Was haben wir? Skorpidhandschuh, Leder, brauchst nicht. Kann ich leider nichts mit anfangen. So. Der klaut mir immer meinen Trollaushärter. Nicht auf die Gräber kommen. Also, hier sind Gräber. Wenn man auf die Gräber kommt oder die anklickt, kommen Mobs raus. Wird halt auch ein etwas schwierigerer... Hol euch der Sand! ...Kampf, weil hier dann... Du darfst dich nicht zu viel bewegen. Nicht genug Mana. Jetzt darf ich. So. Oh, da machen wir Bedarf drauf. Das Ding ist gut. Das brauchen wir nicht. Nicht genug Mana. Sehr schön. Slash würfeln. Oh, die macht einfach auf die Sau. Okay, was ist da noch drin? Dicke Lederschultern, okay. Also hier muss man halt böse aufpassen. Normalerweise, wenn man gezogen wird durch die Inni, sollte man halt wirklich
vorher alle Gräber öffnen, damit bei dem Boss weniger Zombies rauskommen. Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht wirken. Ich hab fast keinen Mana mehr. Ich müsste mal recken. Ja, lenk den mal ab. Dann mache ich einmal Hervorrufung. So. Jetzt bin ich wieder voll da, Leute. Sehr schön. So, das hier wird die größte Herausforderung. Da habe ich jetzt eigentlich schon keinen Bock mehr drauf. Ne, warte, bis der weg ist. Warte, bis der weg ist. Oh Mann. Ziel. Sehr schön. Ja, uns fehlen aber immer noch 13 Trollaushärter. Das ist zu weit entfernt. Ich schreck erstmal. Die sollen den ruhig angreifen. Das passt dann schon. Ja, ich muss hier halt immer gucken, ob irgendwelche, die schon gelootet wurden, diese Trollaushälter drin haben. Dadurch, dass die anderen die Quest fertig haben, müssen die erst plündern, bevor uns der Trollaushälter angezeigt wird. Unserer. Sehr schön. GZ 45. Nice. Erstmal kurz reggen. Da ist wieder kein Trollaushärter getroppt. Ja, ich gebe dir gleich noch hier so einen Pack mit den Flaschen.
Bleib doch mal da. Ich weiß das zu schätzen. Ah ja, dem Dank. So. Ist auch interessant. Trollschweiß, juhu, ich will Trollschweiß haben. So. Hier oben ist der nächste Boss. Lass die Hinrichtungen beginnen. Ist doch kein Boss. Ah, so einen halben Boss, nennen wir es mal so. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Rezept, Magiewiderstand, Alchemie brauchen wir nicht. So, wir recken einmal kurz. Die haben alle Alchemie. Wow. Wir machen morgen hier weiter.